Und ich habe euch ja vorhin gesagt, es ist ein Set so gut, dass es tatsächlich gleich dreimal auf den Markt gekommen ist. Und damit herzlich willkommen zurück in den 90ern. Genauer gesagt 1997, denn da kam dieses grandiose Set auf den Markt. Es ist die 8459, ein Pneumatikradlader, der quasi so gut war, dass er gleich dreimal auf den Markt kam. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, ein wunderbares Lego-Technik-Set. Einer der coolsten Vertreter überhaupt, wie ich finde. Das hat mehrere Gründe. Es liegt vielleicht an der Pneumatik. Es liegt vielleicht am Airtank, dem besten Pneumatikteil überhaupt. Es liegt vielleicht an dem Set als solches, weil es eine wunderbare, ja, ein Spagat schafft quasi zwischen der neuen Lego-Technik-Welt und der alten Lego-Technik-Welt. Und das macht es einfach wirklich grandios, das Ding. Und deswegen möchte ich es euch auf jeden Fall zeigen, unbedingt zeigen. Ich habe das schon eine ganze Weile bei mir hier stehen und ich hatte jetzt, ja, es musste jetzt einfach mal gezeigt werden. Ich würde sagen, wir schieben den mal ganz kurz beiseite. Wir fangen mal mit der OVP an, denn die ist relativ groß und dann können wir sie beiseite schaffen. Wir sehen hier, was ich eher untypisch finde, auf der Front eine Rückansicht, eine seitliche Rückansicht von dem Set. Man sieht zwar hier diese große Schaufel schon, aber normalerweise werden ja Sets irgendwie von der Seite von vorn gezeigt. Aber das ist spannend, dass das mal so gezeigt wird. Ich meine, man sieht hier zwar schon den Airtank durchblitzen und hier hinten auch die Pneumatikpumpe, aber trotzdem eine spannende Szenerie. Auf der Rückseite sehen wir dann ganz prominent auch das B-Modell schon. Denn es ist hier nochmal so ein Greiffahrzeug. Man sieht es hier mit so einem Greifer-Pneumatik. Man sieht hier auch nochmal ein bisschen interner den Greifer selbst nochmal. Dann den Airtank hier oben und den V6-Motor, der hier verbaut ist. Und es ist, ja doch, man sieht es ein kleines bisschen. Es ist auch wieder so eine OVP, eine Technik-OVP, wo diese technischen Zeichnungen im Hintergrund sind. Man sieht es hier nur leicht so durchschimmern oder auch hier und die ganzen Abmessungen. Aber genauso ist es. Und hier vorne ist es genauso nochmal. Hier sieht man nochmal die Schaufeln, auch die Funktion runter, hoch, dass die kippen kann, vor wie zurück. Und hier unten sieht man es. Das wohl beste Feature in diesem Set, den Airtank. Denn der Airtank sorgt dafür, dass wir anders als zum Beispiel beim Airtank Chloric, den ich euch schon gezeigt habe, ohne Motorisierung auskommen und trotzdem mehrmals eine Funktion betätigen können, ohne ständig pumpen zu müssen. Beim Airtech Chlorec ist es ja so, da läuft ein kleiner Motor, 9 Volt betrieben, der quasi die ganze Zeit Druck erzeugt und dann das bedienen lässt. Ja, das heißt, wir brauchen Batterien, das heißt, wir brauchen Verkabelung dafür, die ist im Alter gerne mal porös. Wisst ihr ja, hier kommen wir komplett ohne das alles aus. Wir haben nur den Airtank, pumpen quasi mit dieser Pumpe hier Luft in den Airtank. So viel, dass wir mehrere von den Funktionen hintereinander ausführen können. Sehr, sehr cool. Das ist so das beste Technikteil überhaupt. Das ist auch wieder ein wunderbarer Klappkarton. Wir werfen mal zuerst einen Blick hier oben rein. Mach ich das jetzt am besten. Ja, wir sehen hier nochmal die Funktionen. Hoch wie runter. Wir sehen hier, dass das Ding wohl sogar motorisiert werden kann. Hier nochmal eine sehr schöne Frontansicht, wie hoch das eigentlich geht und dass er seine Baggerschaufel kippen kann. Hier die Pumpe, hier nochmal die Lenkung, die oben über diese Signalleuchte umgesetzt ist. Ja, quasi alles nochmal auf einen Blick und hier unten dann, oh, das blendet sehr, sehr stark, den Blister. Ich hole den einfach mal ganz kurz raus. Genau, ein großer gelber Innen, ja, ein großer Blister, wo dann die Teile alle reingelegt waren. Ne? Sehr schön sortiert, zum Beispiel auch für die Räder und alles. Und dann hier nochmal, man sieht es auch nicht so richtig gut, ein
zweiter Blister, wo nochmal ein paar Teile quasi gehighlightet wurden, der hier drin war, wo man dann direkt durch den Karton einen Blick erhaschen konnte und dann direkt wusste, was da los ist. So, jetzt mal wieder hier rein. So. Und so. Genau, man hatte dann quasi hier dieses untere Sichtfenster, um da reinzugucken. Wunder, wunderbar. Sehr schön. So, den stellen wir an die Seite. Switchen mal zur Anleitung. Die ist, oh ja, die ist schon noch flach. Aber auch nicht so flach wie andere. Aber das liegt auch daran, dass hier natürlich beide Anleitungen drin sind. Und hier hinten haben wir nochmal dasselbe Bild wie auf dem Cover. Sehr, sehr schön. Wir sehen auch zweimal gleich noch diese kleine Pneumatikzeichnung. Einmal hier, einmal da. Ja, sehr cool. Und wie ihr das bei alten oder älteren Lego-Technik-Anleitungen gewöhnt seid, hier passiert auch richtig was. Erstmal, ganz wichtig für Pneumatik, haben wir hier vorne die Längenangaben für die einzelnen Pneumatikleitungen. Hier in Blau und in Schwarz. Das hat den einfachen Grund, dass man es besser auseinanderhalten kann. Denn es gibt hier zwei Pneumatikzylinder zum Anheben des ganzen Armes hier vorne und einen für die Schaufel. Und die für die Schaufel, die sind blau und die für die Arme sind schwarz. Genau. Und dann guckt man hier mal rein. Ich suche mal ein schönes Beispiel. Hier zum Beispiel. Hier ist richtig was los. Ja, man kennt es ja. Man hatte bei Technik trotzdem schon die Angabe, was hier alles gebraucht wird. Aber hier passiert noch richtig was. Hier macht man quasi noch richtig Boden gut. Und hier sieht man es auch sehr schön. Es schlägt eine schöne Brücke. Das sind alles Systemteile. Und das sind übrigens auch gleich zwei Teile, die mir fehlen. Beim Aufbau habe ich das mitgekriegt. Oder beim jetzt Beobachten. Denn wenn ich mich recht entsinne, hat mir den der Alex wieder aufgebaut. Lieben Dank dafür nochmal. Und mir ist aber gerade jetzt beim Rumhantieren aufgefallen, dass diese kleinen Flügelchen hier mir fehlen. Diese gelben. Da muss ich mir nochmal zwei organisieren. Aber wie gesagt, ja, schön auch die Technikteile zu sehen. Und hier ist auch gleich einer der, ich glaube hier kommen insgesamt, das sind 4, 5, 6 Sticker drin vor. Und zwar ist einer davon quasi hier so ein Zierelement für Scheinwerfer, was hier oben sitzen würde. Der fehlt bei mir, den habe ich nicht drauf. Die anderen sind dafür alle da. Dann sind nochmal jeweils ein Aufkleber für Piktogramme auf den Hebeln, was man zum Beispiel mit welchem Hebel machen kann, dass man die Schaufel nach oben kippt oder nach unten kippt, dass der Arm nach oben oder unten geht, damit man einfach nicht rumtesten muss. Man sieht direkt drauf, was los ist. Und der AirTank, der hat einen AirTank-Aufkleber. Da. Und hier sieht man vielleicht auch diese kleinen Piktogramme. Ja. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und dann hat man quasi, ich denke mal ungefähr in der Hälfte, das A-Modell fertig. Nach 44 Hauptbauschritten. Und hier steht es auch, ein Hinweis, 30 bis 35 Mal pumpen. Das ist wahrscheinlich nur ein Richtwert. Denn man merkt das schon. Die Pumpe wird irgendwann schwerfällig. Und dann merkt man, dass der Druck im AirTank einfach ja, so hoch ist, dass man aufhören sollte zu pumpen. Und dann kann man erstmal losspielen. Und dann sieht man hier nochmal ein paar Funktionen, die durchgeführt werden können. Und dann baut man das B-Modell. Das B-Modell habe ich persönlich noch nicht gebaut. Das sieht aber auch sehr interessant aus. Vielleicht baue ich das auch mal auf. Könnte auch sehr cool sein. Wenn ihr den sehen wollt, das B-Modell mal, lasst es mich wissen. Dann würde ich es auch mal aufbauen. Und dann kommen wir zum Set an sich, was doch relativ kompakt ist, wenn man das mal so sieht. Und was sehr positiv auffällt, wir haben gelb, wir haben schwarz, wir haben hellgrau, wir haben blau. Okay, und dann haben wir noch ein bisschen dunkelgrau, aber wirklich nur ganz wenig, wie zum Beispiel die Kolben hier des Motors, die da hoch und runter gehen. Ansonsten war es das an Farben. Na, das stimmt nicht ganz. Wir haben hier noch Trans Yellow oben für die Signalleuchte. Hier, die auch gleichzeitig die Lenkmöglichkeit
hergibt. Das Lenkrad dreht sich übrigens auch mit. Es ist an sich eine sehr coole Lenkung, die ist sehr leichtgängig. Man betätigt hier quasi kleinere Zahnräder, die dann auf eins dieser großen 40-zähnigen Räder gehen. Man sieht das vielleicht so ein bisschen da, wenn man da reinguckt in die Seite. Das ist das Große. Ne? Hier da, das ist das Große. Ja, und so ist die Lenkung umgesetzt. Da drin ist noch eins dieser langen, vier noppenlangen älteren Kardangelenke, um das darzustellen. Und neben diesen Kardangelenken laufen oben wie unten vier von den Hydraulikleitungen nach vorn, was sehr, sehr cool ist. Ja, es ist wirklich abgefahren. Hier hinten sieht man auch noch ein bisschen, was da so abgeht. Hinter der Pumpe, ja, ich glaube, ich mache euch nochmal, ich switch gleich nochmal die Kameras, dann kann man das besser sehen. Und ansonsten fällt hier schon auf, wir haben hier natürlich wunderbare Technik-Bricks verbaut, aber auch hier hinten schon diese geknickten Liftarme, die ja dann, also die Technik-Bricks wurden ja dann immer weniger irgendwann, da kamen mehr Liftarme. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit es markiert so einen schönen so eine Übergangszeit, aber eine sehr gute Übergangszeit, denn die Liftarme haben ihre Daseinsberechtigung, die Technik-Bricks noch viel mehr. Hier sind auch dünnere Liftarme verwendet, die man schön auch für so Detailbauten nutzen kann. Ist wirklich wunderbar. Dann haben wir hier auch diese Leiter, die wir zum Beispiel schon aus den Eisenbahngefilden kennen. Sehr, sehr cool. Hier einfach seitlich verbaut und wirkt doch sehr cool. Was gibt es noch Besonderes zu dem Set? Naja, zum einen der AirTank. Den gibt es nur in richtigen Sets, nur in 5 Stück. Und 3-mal davon ist dieser Bagger. Ja, es ist spannend. Dann haben wir dieses Technik-U-Boot. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich hatte das aber mal. Ich habe das aber auch gar nicht mehr. Aber irgendein Zuschauer hatte das mal angeboten. Ich muss noch mal durch die E-Mails gucken, vielleicht finde ich das noch. Solltest du das gewesen sein und das jetzt sehen, melde dich gerne noch mal. Und dann der große blaue Abschlepper, der steht bei mir hier irgendwo. Das hatte ich mal in einem Mailday gezogen. Mensch, wie heißt der denn? Jetzt fällt mir die Setnummer nicht ein, weil ich die OVP auch nicht sehe. Der blaue. Der blaue Abschlepper, der hat gleich 2 AirTanks. Grandios. Wirklich richtig gut. Dann gab es das Ganze noch als Pneumatik-Pack. Das war ein Erweiterungsset für den großen Monster Truck zum Beispiel, den ich euch mal gezeigt habe, oder diesen 4x4 Offroader. Und dann gab es noch so Educational Sets, da war der auch drin, da kam der sogar mal in Weiß vor. Ansonsten immer in Blau. Genau. Dann diese Schaufel, zum Beispiel auch diese sehr große Schaufel, die kam so immer nur in Radladern vor, außer in einem Technik-Bagger, wo die quasi als sehr breite Schaufel zum Einsatz kam. Ansonsten immer nur in Radladern. Und dann diese wunderbaren Reifen. Die sind sehr groß, sehr schön, sehr voluminös. Die kamen so zum Beispiel auch noch im, heißt der wirklich Bigfoot, in Model Team Sets vor. Ja, und diese gelben Felgen, die haben wir auch an anderer Stelle schon gesehen, in Weiß oder in Rot. In Gelb tatsächlich nur in diesem Set. In Kombination mit den etwas voluminöseren Reifen. Sehr, sehr schön. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, es ist ein Set so gut, dass es tatsächlich gleich 3-mal auf den Markt gekommen ist. Das ist jetzt eine Behauptung von mir. Die wirklichen Gründe dafür weiß ich nicht. Ich finde es halt so super gut, dass ich das durchaus nachvollziehen könnte, wenn es so gewesen wäre. Aber vielleicht, ja, hatte man auch einfach noch zu viele Teile und wollte den nochmal bringen. Vielleicht lief er aber auch einfach wirklich gut und deswegen hat man den nochmal gebracht. Der kam immer mit anderen OVPs und auch immer leicht abgewandelt. Also den gab es 1997, so. Dann gab es ihn 2001. Da wurden zum Beispiel, alles gleiche Farbe, aber da wurden zum Beispiel diese Bushings hier, das sind diese kleinen, mit den diese gezahnten Halbbreiten, ersetzt durch die neuere Variante, die keine Zahnung mehr hatten. Das ist ein Punkt. Und dann kam er nochmal 2004, also 7 Jahre nachdem der offiziell vorgestellt wurde, mit neuen Farben dann. Also alles, was Light Gray ist hier, war Light Bluish Gray. Alles in Dark Gray, Dark Bluish Gray. Und dann auch die Technikteile leicht angepasst.
Ansonsten war der immer gleich vom Aufbau. Also die Teileanzahl, die unterscheidet sich mal ganz leicht, aber an sich das gleiche Set. Und wo wir schon einmal beim Thema sind, schlagen wir doch mal den Collector's Guide auf Seite 382. Wer den noch nicht hat und seinen eigenen nennen möchte, der findet wie immer den Link unten in der Beschreibung. Und hier finden wir den Pneumatic Front End Loader. Überall verkauft, weltweit. Da ist nämlich auch der Unterschied. Die anderen beiden waren dann nicht mehr weltweit. Die waren dann nur in Europa und Nordamerika. Im Deutschen wird er genannt Schaufelradlader Gigant. Oh, kann schon hinkommen. Knapp 600 Teile von 97 bis 99. Sehr cool. Und hier oben drüber ist übrigens auch das Search Sub, dieses U-Boot mit CD-ROM, eines der anderen AirTank-Modelle. Was hier gleich sogar zweimal im Collector's Guide vorkommt, nämlich einmal mit 8299 und einmal als 8250. 8250 hat keine CD dabei gehabt. Das wird der Unterschied sein. Und ich glaube dann 98 dürfte der Abschlepper gekommen sein, glaube ich zumindest. Kann mich auch ziemlich stark täuschen. Nein, da kam wirklich 98, 84, 62, Tow Truck, Abschlepptruck, fast 800 Teile, auch mit der Pneumatik, mit AirTank. Großes Kino. Aber zurück zum OG-Modell quasi. Wir switchen jetzt mal die Kamera. Dann zeige ich euch kleinere Details und dann gucken wir mal und dann wollen wir natürlich auch mal die Pneumatik betätigen. So, hier haben wir nochmal den wunderbaren AirTank und das ist das, was ich euch vorhin zeigen wollte. Hier ist es nämlich ganz schön eng drin, wo die ganzen Pneumatikleitungen weggehen. Einmal geht von der Pumpe in den AirTank, dann von dem AirTank hier raus als Eingang für beide. Da ist ein T-Stück dazwischen und dann jeweils, das ist die Seite für den Arm und das ist die Seite für die Schaufel. Hier sieht man auch mal die Piktogramme, hier für die Schaufel und hier für den Arm. Und hier kann man dann auch noch mal reingucken. Hier sieht man ins Cockpit ein blauer Technik-Sitz. Da kann auch ein Technik-Dude Platz nehmen. Hier das Lenkrad, was sich dann auch immer mitdreht. Und das sind diese halbbreiten Bushings, die ich vorhin genannt hatte. Und was man hier sehen kann, hier ist sogar schon ein Riss drin. Und hier fehlt sogar schon eins. Ich glaube, das liegt daran, dass hier drüben ist auch gerissen. Die reißen halt gern und dann rutschen sie weg. Dann haben sie quasi auch keine Haltekraft mehr. Und dann haben wir hier vorne, wie ihr sehen könnt, das ist einer der Pneumatikzylinder für den Hebe. Die Hebevorrichtung mit den schwarzen Schläuchen. Und dann hier der Pneumatikzylinder für die Schaufel mit blauen Schläuchen. Und hier drüben das gleiche. Nochmal. Genau. Und hier der Motor, der mitgeht. Das Ding hat Allrad. Hier sieht man es auch nochmal von unten. Mit den alten Differentialen und diesen großen Kegelzahnrädern hier. Sehr, sehr cool. Hier sieht man auch nochmal zwei T-Stücke für die Pneumatik und das große Zahnrad für die Lenkung. Und dann hier vorne wieder das zweite Differential. Ja, sehr, sehr schön. Also ich drehe jetzt hier und ihr seht, alle Reifen drehen sich, bis auf der jetzt hier hinten gedreht wird von mir. Aber die gehen alle mit. Und jetzt habe ich hier hinten zum Beispiel schon das Element abgemacht. Ach, ich habe vorhin Mist erzählt, hier sind noch zwei Aufkleber. Die gehen leider wieder über mehrere Teile. Ihr seht das, die sind hier so zwischen den Systemelementen drin und das ist hier nur an so einem kleinen Hinge festgemacht. Soll hinten ein bisschen detailliert die Rückleuchten darstellen. Macht es ganz gut, aber dennoch, ja, geht sehr leicht ab. Werde ich jetzt mal wieder drauf machen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal in Ruhe an. So, das stimmt nicht ganz. Das ist nicht an dem Hinge festgemacht. Das ist hier auf so einer kleinen Plate Modified an einem Pin festgemacht. Und der Hinge und die andere Plate Modified hier hinten sind tatsächlich nur dafür da, damit sich das nicht so weit drehen kann. Das sind quasi Begrenzer. Spannende Bautechnik. Hätte man auch sicherlich auch anders lösen können, aber nichtsdestotrotz
eine ganz spannende Geschichte. So, jetzt Lenkung habe ich euch ja schon gezeigt. Ach, die ist so wunderbar leichtgängig. Wir pumpen jetzt mal. Ich habe jetzt beide Hebel hier in die Mittelstellung gebracht. Also das wäre jetzt hier nach vorn oder nach hinten. Wir gehen in die Mittelstellung, denn das blockiert dann quasi. So, dass ihr das nochmal seht. Da. Und dann fangen wir mal an zu pumpen. Und noch geht alles sehr fluffig leicht. Aber irgendwann... Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Irgendwann wird es dann schwerer. Jetzt merke ich zum Beispiel, dass es schon ein bisschen mehr Widerstand hat. Und wenn wir jetzt mal versuchen wollen, den Arm zu heben, passiert nichts. Warum passiert nichts? Was ist hier los? Jetzt hebt sich der Arm. Ich habe anscheinend noch nicht oft genug gepumpt. Ich habe jetzt hier den nach vorne offen gelassen, den Mechanismus, und jetzt wird auch der Arm gehoben so langsam. Jetzt senkt er sich ab. Mal gucken. Er geht wieder leicht nach oben, aber wirklich nur ganz leicht. Das heißt, es ist schon Druck auf dem Airtank, aber anscheinend noch nicht genug. Also, pumpen. Okay, geht auch um einiges schneller jetzt gleich. Aber jetzt hat es hier verdächtig gezischt irgendwo. Vielleicht habe ich hier eine Undichtigkeit drin. Irgendwo. Ich sehe sie zwar nicht, aber vielleicht ist die hier irgendwo. Es hat nämlich wirklich verdächtig gezischt. Spannend. Also die Schläuche die sehen an sich gut aus, aber es kann trotzdem sein, dass die irgendwo ein Stückchen weit undicht sind. So, dann pumpen wir jetzt nochmal. Ich bilde mir das nicht ein, das wird schwieriger. So, und dann versuchen wir mal. Ah ja, perfekt. Hoch. Geht auch alles wunderbar leicht hier. Okay, also wir hatten 1, 2, 2,5 Bewegungen. Ja, irgendwie muss ich mir das nochmal in Ruhe anschauen. Also ich habe es jetzt sogar so, dass er eigentlich ziehen sollte. Aber so richtig passiert es nicht. Okay, ich scheine also irgendwo eine Undichtigkeit im System zu haben. Das muss ich mir im Detail nochmal anschauen. Aber das ändert nichts daran, dass es einfach ein grandioses Set ist. Ja? Ihr seht auch, das ist eine schöne Höhe. Und wenn der Airtank richtig gut funktioniert und man keine Undichtigkeit hat, dann ist das auch eine richtig schöne Geschichte. Ich weiß, ich habe das letztens erst beim Towtruck versucht, da funktioniert alles blendend. Aber es kann natürlich immer irgendwo sein, dass es hier kleinere Probleme gibt. Und das muss ich mir einfach nochmal anschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es vorhin zischen gehört. An der Stelle, wo ich nichts betätigt habe. Also das muss ich mir nochmal anschauen. Aber, okay, runter. Okay, irgendwas. Ja, schaue ich mir nochmal im Detail an in Ruhe. Aber spielt keine Rolle. Das Set ist dennoch eine Wucht. Ja. Es ist ein wunderbares Set. Es macht sehr viel Spaß. Eins der... Doch, ja. Es ist eins meiner Lieblingstechnik-Sets. Aus mehreren Gründen. Es ist nicht zu groß. Es ist kompakt. Es schafft einen wunderschönen Spagat zwischen der neuen Technikwelt und der älteren Technikwelt. Und die Pneumatik, wenn sie denn funktioniert, ist einfach eine super coole Geschichte und vor allen Dingen durch den Airtank wirklich eine Wucht. Jetzt ist mir aber gerade was aufgefallen, und zwar ist die eine Seite verkehrt angebracht. Das hier ist zu steil. Der eine Pneumatikzylinder ist zu steil, der muss dahin. Was durchaus schon was verändern kann, weil dann einfach die Winkel mehr zueinander passen. Großartig. Ich werde jetzt mal pumpen.
30 bis 35 Mal. Und abkippen. Grandios! Wirklich sehr, sehr schön. Wunderbares Set. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Vielleicht habt ihr den ja oder einen seiner Brüder, quasi einen der anderen beiden Releases von 2001 oder 2004. Lasst es mich gerne wissen. Ich merke gerade, der sinkt von alleine ab. Das sieht man bestimmt auf der Kamera nicht, weil es einfach zu langsam ist, aber der sackt ganz leicht ab. Ich muss die Pneumatik auseinandernehmen und das überprüfen, was leider heißt, dass ich das ganze Set wahrscheinlich auseinandernehmen muss, um das zu testen. Ja, naja, mal schauen, wie das wird. Aber nichtsdestotrotz, das wird eine coole Sache, denn dann kann ich ihn auch nochmal aufbauen, hey, was sehr viel Spaß macht bei dem Set, weil es einfach eine schöne, ja, eine sehr, sehr schöne Bautechnik beinhaltet und der Aufbau allein schon Spaß macht. Und außerdem kann ich das dann gleich benutzen, um die gebrochenen Bushings alle auszutauschen. Und vielleicht wechsle ich auch auf die Light Gray Variante der ohne Zahnung, denn die sind stabiler als die. Und das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis die wegbrechen. Was sehr schade ist, aber wir werden sehen. Naja, ja, das dürfte es auch schon gewesen sein. Ich würde sagen, als nächstes in der Technikwelt schauen wir uns auch tatsächlich diesen Tow Truck an. Denn der hat nochmal um einiges mehr Funktionen und natürlich durch die zwei Airtanks auch nochmal doppelt so viel Volumen. Und vielleicht auch doppelt so viel Spielspaß, wir wissen es nicht, wir werden es uns aber anschauen. Und ja, bis dahin. Schaut euch gerne auch noch andere Technik-Reviews an, zum Beispiel unbedingt die vom AirTag Clawrig. Der steht bei mir ach, ganz da oben. Verlinke ich euch natürlich. Und ja, wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und Peace.